Und auch wieder nichts. Fick dich! Fick dich! Hallöchen, ihr Wulzkin, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu endlich, muss man schon mal sagen, einem neuen Teil von SCP Containment Breach, immer noch Version 062. Version 062 und lang ist's her, dass ich mal SCP weitergespielt habe. Aber jetzt bin ich wieder da und jetzt mache ich auch weiter. Und soweit mich nicht alles täuscht, sind wir letztes Mal dabei stehen geblieben, diesem MFT-Team zu entkommen. Und jetzt weiß ich nicht mal, welches Game Save das ist. Ich glaube, das hier. Ich lade das einfach mal kurz. Einfach mal, um zu gucken, ob es das Game Save ist. Ich habe letztes Mal vergebens versucht, diesem MFT-Team zu entkommen, nachdem wir hoffentlich den alten Mann, die Old Man, eingefercht haben. Ich habe allerdings einen Kommentar bekommen, dass der jetzt doch noch nicht eingefangen ist. Wäre ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein, wenn er wirklich tatsächlich noch nicht eingefangen worden ist. Ja. Wie gesagt, lange ist her mit SCP, ja, über Neujahr, über Weihnachten, ja, ein paar Probleme gehabt und vor allen Dingen auch Internetprobleme gehabt. Und wir sind im falschen Game Save. Gut. Dann kann es eigentlich nur noch das sein. So. Jawohl, dies ist es, aber das Problem ist einfach, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich diesem MFT-Team entkommen kann. Oder entkommen sollte. Renn. Geh doch. Och, geh doch. Hier komme ich ja wieder nirgendwo hin. Ah, ich muss. Habe ich eigentlich noch ein First Aid Kit? Ja, ich habe nur noch ein First Aid Kit. Das ist scheiße. Oh, es ist nicht euer Ernst. Ja, schön. Ich habe keine Ahnung. Geht's da drüben? Ich glaube, ich mache eben die Tür zu, weil mir gefällt das hier. Ah! Was? Was? Wo? Wie? Hä? Hä? Wo wart ihr denn? Ach, fickt euch. Fickt euch. Ach, Mann. Ladebildschirm. Es ist irgendwie. Mach auf! Gut. Komm ich da? Haha, da stehen sie ja. Scheiße! Wieso? Oh, die stehen ja jetzt überall. Das ist doch.
Oh Mann! Escape from your lungs. Yeah, somebody. Somebody shoots in you. Och Mann. Och Mann, es ist doch. Könnt ihr mal bitte vielleicht die Riesenerdnuss da erschießen und nicht mich? Warte mal, ich nehme jetzt mal. Ach nee, es bringt auch wieder nichts. Fick dich! Fick dich! Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Ernsthaft. Mann. Ich weiß, warum ich das so lange nicht mehr weitergespielt habe. Weil dieses MFT-Team mir einfach auf den Sack geht. Wenn das so weitergeht, wird es ein ganz, ganz kurzes Let's Play-Teil. Ich versuche, glaube ich, jetzt mal zwei oder drei Mal diesem Team da irgendwie zu entkommen, dann weiß ich auch nicht. Ja, schön, du mich auch. So, dann mal eben kurz Kopfhörer richtig aufgesetzt. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Die sind überall. Hä? Da hinten ist noch eine Tür. Da hinten geht's auch weiter. Aber. Was? Was? Wo? Nein! Nein, 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 nein! Ich bin nicht da! Ihr habt mich nicht gesehen! Ich hab keine Bock mehr. Ja, komm! Erschieß mich! Mann! Ich fick gleich deinen Kopf, ey! Boah, regt mich das auf! Alter! Boah! Ich ficke deine Mutter, ich schwör, Alter! Ich schwör, Alter, keine Ghetto-Sprache, ich schwör, Digga, was geht? Vielleicht kann ich die ablenken mit dem Vieh. Oder so. Komm, 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 komm! Renn! Okay. Das geht auch nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wie ich da dran vorbeikommen soll. Was? The Chaos Insurgency? The main base the main base of operations of the insurgency is unknown, as are its leaders. This organization is direct. Irgendwas. Was ist denn the Chaos Insurgency? Kann man das essen? Nom. Ich nehme heute lecker Chaos Insurgency. Nom. Oh, ganz ehrlich, fickt euch doch alle. So, okay. Ich bleib mal eben kurz so stehen und überlege mal, was ich machen soll. Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich machen soll. Wenn ich durch die linke Tür gehe, stehen sie unten an der Treppe. Wenn ich geradeaus weitergehe, stehen sie da. Und wenn ich da lang gehe, ist die scheiß Erdnuss da. Aber ich habe auch wirklich keine Lust, irgendwie zurückzugehen. Weil ich bin jetzt so weit gerannt, ich habe keine Lust, zurückzugehen. Okay, das war dann der Erschrecker des Tages. Okay. Also man darf nicht zu lange hier überleben, wenn man sonst zu Tode erschreckt wird.
Ich bin hinter der Wand, du siehst mich nicht. Nein, 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 nein. Kuckuck! Kuckuck! Da. Hallo, schöner Mann. Oh, was für ein himmlischer Arsch. Ja, komm, Baby! Küsschen! Ich wollte doch nur ein Küsschen geben. Mano, keiner will mir ein Küsschen geben. Ich habe keinen Plan. Wahrscheinlich bin ich einfach zu strunzdämlich dafür. Ich habe echt keinen Plan. Und ich werde das echt so lange nicht weiterspielen können, bis ich ein paar Tipps habe. Ich muss wirklich anscheinend tatsächlich mal googeln, wie ich da jetzt vorbeikomme. Ich habe keinen Schimmer. Ich habe... Nee, habe ich einfach nicht. Es ist, Nee. So, ich versuche es jetzt einfach nochmal geradeaus. Also hier lang. Alter! Erschreck mich doch nicht so! Guck mal, ein Glitch! Kuckuck! Kuckuck! Guck mal! Hier! Guck mal, der kann durch die Wand gucken. Der kann durch die Wand greifen. Ist das nicht toll? Ist aber jetzt nicht so, dass die irgendwie... Tschihihi. Oh Mann, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin verzweifelt. Guck mal, da steht er hinter der Wand. Guck mal, wir spielen Verstecken. Da. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. La. Okay. Was? Nein, jetzt ist dieses Vieh auch noch irgendwo hier. Ja, Leute, ich habe echt keinen Schimmer, wie ich an denen vorbeikommen soll. Ich habe nichts, was irgendwie... Jetzt bleibt ihr da hinten stehen die ganze Zeit, Alter. Geh doch mal weg. Jetzt verpiss dich doch mal. So. Mach mal ein bisschen, ne? You took a painkiller, but it's still painful to walk. Ja, natürlich. Alter, Leute. Ja, war eigentlich ohne strunzdämliche Idee, das Walkie-Talkie da jetzt anzumachen. Mann! Ich komme ja richtig dämlich vor gerade. Wisst ihr, Leute, ey, es ist zwar ein sehr, sehr kurzer Part jetzt, aber ich habe keinen Bock mehr. Wenn ihr mich nicht wirklich ausrasten erleben wollt, dass ich hier irgendwie den Laptop durchs Fenster schmeiße, dann... Ist es das an dieser Stelle jetzt auch erstmal gewesen mit SCP Containment Breach? Ah. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen für diesen Part. Und ich kann SCP erstmal nicht weitermachen, bis ich ein paar Tipps habe, wie ich an dieser Scheiße da vorbeikomme. Ja, trotzdem danke fürs Zusehen. Macht es gut, habt noch einen schönen Abend und Höridö.